Hallo, ich habe mal wieder, also eigentlich muss ich ja sagen, schon wieder ein paar Neuzugänge. Eigentlich schon vom Monat Januar, aber ich dachte, ich spare das jetzt einfach als Video auf für Februar, weil ich habe nicht vor, im Februar so viele Bücher zu kaufen. Naja, eigentlich habe ich das nie vor, aber irgendwie kaufe ich dann doch wieder ein paar. Das Problem ist eben auch, dass es in den ganzen Bücherläden jetzt im Moment oder jetzt im Januar, ich weiß nicht, wie es im Februar aussehen wird, aber im Januar gab es ja die ganze Zeit diese Mängelexemplare überall und da kann ich einfach nicht vorbeilaufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann nicht an diesen Büchern vorbeilaufen, ohne mal da reinzugucken in diese Boxen oder was auch immer dann da gerade steht und mir irgendwas auszusuchen. Ich finde natürlich immer irgendwas, was ich dann lesen will. Ja, deswegen habe ich mal wieder ein paar Bücher gekauft. Eins der Bücher ist auch ein Geschenk gewesen an meinen Freund. Das hat er auch schon gelesen und ich möchte es eben auch noch lesen. Deswegen zähle ich das jetzt auch dazu, obwohl es nicht direkt mir gehört, aber naja, eigentlich schon so halb. Und dann zeige ich euch auch noch die Bücher, die ich aus der Bibliothek ausgeliehen habe. Beziehungsweise in den nächsten Tagen werde ich noch ein paar ausleihen können. Die zähle ich jetzt auch gleich mit dazu, weil die werde ich ja dann auch im Februar lesen. Deswegen kann ich die euch auch zeigen, obwohl ich habe sie euch schon gezeigt, aber ja. Das sind ja die Neuzugänge, also zeige ich es euch nochmal, was eben die Neuzugänge sind. Und da beginnen wir am besten wie immer mit den Bibliotheksbüchern. Ich glaube, ich beginne immer mit denen. Egal. Das eines der Bücher ist natürlich Samarten, also Rückkehr nach Samarkand Kurt von Laila Rashid oder so. Dieses Buch habt ihr ja ausgelost oder ja, ihr habt gewotet, besser gesagt. Ich habe es ausgelost und ihr habt gewotet, abgestimmt und ihr habt gesagt, ich soll das lesen. Das war, glaube ich, auf Platz 3 allerdings nur. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das im Februar tatsächlich lesen kann. Platz 1 und Platz 2 will ich auf jeden Fall lesen. Das habe ich mir schon vorgenommen, aber wie ihr vielleicht wisst, hatte ich ja eine Leseflaute die ganze Zeit und ich hoffe, dass ich das dann irgendwie überwinden kann und vielleicht kann ich dann auch die anderen Bücher, die ihr für die ihr abgestimmt habt, auch noch lesen. Das wäre natürlich toll. Und das wäre dann eben das hier. Dann Platz 1 war Mein Sommer nebenan von, wie hieß er nochmal? Huntley Fitzpatrick, genau. Dieses Buch will ich auf jeden Fall lesen, denn das habt ihr auf Platz 1 gewählt sozusagen. Und Platz 2 war ja Firelight brennender Kuss von Sophie Jordan, genau. Und dieses Buch möchte ich auch lesen. Also das sind die zwei Neuzugänge sozusagen. Die habe ich jetzt zwar noch nicht direkt da, aber die werde ich auf jeden Fall da haben. Die habe ich mir auch schon vorgemerkt. Also die kriege ich auf jeden Fall für Februar und die lese ich dann auch. So, jetzt kommen wir zu dem Geschenkenbuch. Dieses Buch hier habe ich meinem Freund geschenkt, Gone Girl von Gillian Flynn. Und er fand es richtig gut. Ich habe es natürlich noch nicht gelesen. Er hat auch gemeint, er ist sich nicht sicher, ob es was für mich ist. Ich habe auch noch nicht so wirklich solche Thriller und so gelesen. Ich glaube, das ist sowas. Ja, ich glaube, das müssten ein Thriller sein. Und es geht auf jeden Fall darum, dass die Frau eines Mannes irgendwie plötzlich verschwindet oder so. Ja, hier hinten steht jetzt gar nichts. Da sind nur irgendwelche Zitate aus Spiegel, Focus und so weiter und Joy. Deswegen, da steht jetzt gerade gar nichts drin. Ich weiß nur, ich glaube, dass die verschwindet. Genau, seine Frau verschwindet und die Polizei verdächtigt natürlich Nick, also den Ehemann. Und Amys Freunde berichten, dass sie Angst vor ihm hatte. Genau, das ist nämlich der Grund, warum sie gleich mal den Ehemann verdächtigen. In seinem Computer entdeckt die Polizei merkwürdige Mails. Was geschah mit Nicks wunderbarer Frau Amy? Ja, das ist die große Frage. Mein Freund hat auch gemeint, dass der Schluss ziemlich gut sei oder so. Also, naja, nicht ziemlich gut. Er hat gemeint, er fand es gut, aber ich würde mich wahrscheinlich sehr darüber aufregen. Ja, ich bin gespannt. Irgendwann werde ich es lesen. Also jetzt erstmal noch nicht. Aber irgendwann, wenn ich mal so richtig Lust darauf habe, dann werde ich es vielleicht ausprobieren und lesen. Dann habe ich noch Bücher bei Rebuy bestellt mal wieder. Und zwar hat mal wieder mein Kaufalarm mich alarmiert, zugeschlagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall stand da eben, dass das Buch verfügbar ist, was ich mir markiert hatte. Und zwar war das das Buch Ella verzaubert von Gail Carson Levine, keine Ahnung. Guckt es euch an, so sieht das aus. Also ich finde, das sieht irgendwie aus wie so ein Disney-Buch, nur in klein.
Ich finde das Cover jetzt nicht so toll. Aber eine Freundin hat mir das Buch empfohlen. Sie meinte, das wäre ganz schön und sehr zauberhaft und so. Und deswegen wollte ich es dann natürlich unbedingt lesen. Hier geht es um Ella natürlich. Ella verzaubert. Und ich glaube, Ella ist die Prinzessin. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann jetzt nur sagen, was die Freundin mir erzählt hat. So ungefähr. Aber selbst das kann ich nicht mehr so richtig zusammenreimen. Mein Deutsch ist heute wieder wunderbar. Okay. Vielleicht sage ich einfach, also vielleicht lese ich es einfach vor, was hier steht. Die törichte Fee Lucinda hatte mich versehentlich mit einem Fluch belegt. Sie wollte mir eine Gabe verleihen. Als ich in der ersten Stunde meines Lebens schrie und mich gar nicht mehr beruhigen wollte, schüttelte sie voller Mitgefühl mit meiner Mutter den Kopf und berührte meine Nase. Ab diesem Moment nimmt Ellas Leben eine entscheidende Wende, eine unglaubliche Geschichte beginnt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was dieser Zauber ist, der auf Ella dann liegt. Also die Freundin hat mir das Ganze erzählt natürlich, aber ich habe es jetzt schon vergessen. Auf jeden Fall klingt das sehr, ja, wie soll es auch anders sein, zauberhaft. Ja, diese tollen Wortspiele. Gekostet hat das übrigens 99 Cent. Normalerweise kostet das Ganze 7 Euro. Ich weiß allerdings gar nicht, ob man das noch so kriegt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, 99 Cent. Und dafür, dass es 99 Cent gekostet hat, sieht es echt. Also, nee, das sieht wirklich. Ja, gut. Hier oben sind ein paar Flecken. Ja, das stimmt natürlich. Das ist ziemlich fleckig. Das ist mir auch erst jetzt aufgefallen, muss ich sagen. Aber ansonsten hat es keine Leserillen und sieht echt toll aus. Die Flecken machen mir auch nicht so viel aus. Und weil ich ja so bin, wie ich bin, konnte ich nicht nur ein Buch bestellen, wie immer. Und weil einer von euch, lieben Abonnenten mir gesagt hat, dass die Black Dagger-Reihe, dass die in Deutschland, also die Übersetzung, aufgeteilt wurde, also dass der erste Band sozusagen in Deutschland Band 1 und Band 2 zusammen sind, habe ich mir gedacht, bestelle ich mir gleich noch Band 2. Ich habe zwar Band 1 noch nicht gelesen, aber wenn es wirklich so ist, möchte ich ja weiterlesen. Deswegen habe ich dann eben auch die Black Dagger-Reihe Band Nummer 2 bestellt. Blutopfer heißt das Ganze und ist von J.R. Ward. Sieht so aus. Ja, dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Irgendwas mit Vampiren auf jeden Fall, das weiß ich noch. Vampire auf der Erde. Ja, mal schauen. Das habe ich auf jeden Fall noch bestellt. Und das hat gekostet übrigens, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, das hat 2,99 € gekostet. Normalerweise kostet 7,95 € steht hinten drauf. So, dann habe ich noch zwei andere Bücher gekauft. Das war einmal ein Mängelexemplar. Hat, glaube ich, 4 oder 5 € gekostet. Und das Ganze heißt, wie Mr. Rosenblum in England sein Glück fand, von Natascha Solomons oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Sieht eigentlich ganz hübsch aus, finde ich, vor allem mit diesem rosanen Buchrücken. Und ja, das sieht wirklich toll aus. Und hinten sieht das Ganze so aus. Also ja, eigentlich ein ziemlich schickes Buch. Und wenn man es aufklappt, sieht es so aus. Also auch sehr, sehr schön, finde ich. Ja. Und hier geht es um Mr. Rosenblum, der eben nach England kommt und versucht so richtig Englisch zu leben. Er möchte so ein richtiger, also er ist ein deutscher Jude, kann man sich ja denken bei dem Namen, denke ich mal. Also ist schon so gewollt. Sie fliehen eben aus Berlin nach England und er möchte so ein typischer Engländer sein. Also er möchte die Sitten und Gebräuche Englands so richtig verinnerlichen und das Leben. Genau, und er heißt übrigens Jack mit Vornamen, sehe ich jetzt gerade hier, Jack Rosenblum. Und er schreibt sich dann eben auch eine Liste, auf der er anscheinend verschiedene Sachen abhakt. Zum Beispiel Mitglied in einem Golfclub werden oder sowas. Und nach 15 Jahren ist er eben noch nicht Mitglied in einem Golfclub. Also beschließt er, den Golfplatz selber zu bauen. Ja, weil ihn niemand aufnehmen will in die Golfclubs. Und das klingt schon mal sehr interessant, was dann so alles passieren kann. Natürlich, bestimmt geht da einiges schief, wenn er dann diesen Golfplatz baut und so weiter. Und ja, auch dieses typisch Englische finde ich dann schon interessant und das wird bestimmt ganz lustig. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass es lustig ist. Also hier unten steht, hat eine Autorin Sadie Jones, der Außenseiter, das hat sie geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne es nicht. Sie hat auf jeden Fall hier zu diesem Buch gesagt,
Eine anrührende und überraschende Lektüre, die glückliche Leser hinterlässt. Das klingt gut. Ich bin gerne ein glücklicher Leser, wenn ich ein Buch gelesen habe. Das mag ich, wenn ein Buch so einen nicht irgendwie runterzieht, sondern eher glücklich und fröhlich macht. So ähnlich ging es mir auch mit, wie hieß das Ganze nochmal? Ein ungezähmtes Mädchen von Simona Arnstedt. Genau, bei dem Buch ging es mir auch so, immer wenn ich das gelesen habe, das war irgendwie so ein tolles Gefühl. Ich weiß auch nicht. Das war ein wunderschönes Buch übrigens. Habe ich auch eine Rezension dazu gedreht, also das könnt ihr euch gerne angucken. So, und dann habe ich noch ein anderes Buch gelesen, das habe ich schon so oft auf YouTube gesehen, dass ich dann irgendwann dachte, komm, das war nämlich, als ich Gone Girl gekauft habe, habe ich dieses Buch in der Nähe sozusagen im Regal stehen sehen, habe gedacht, na gut, nimmst es jetzt einfach mit und liest es einfach mal, denn alle schwärmen so davon, alle finden es so toll, also muss ich es eigentlich auch unbedingt lesen, vor allem mag ich diese Geschichten. Also ich habe Kirschroter Sommer geliebt, also werde ich das wahrscheinlich auch mögen, weil das ist auch so ein junger Erwachsenenroman oder so. Egal, es geht um Ella, also das Geheimnis von Ella und Micha von Jessica Sörensen oder Sorensen, Sorensen. Ja, dieses wunderschöne Cover kennt ihr wahrscheinlich auch schon alle in- und auswendig, aber ich zeige es euch natürlich. Ich finde es wunderschön. Und es ist jetzt mittlerweile auch schon der zweite Band erschienen. Wie der heißt, fällt mir gerade nicht ein. Ach, da steht es ja. Für immer Ella und Micha. So heißt das. Ja, aber erstmal werde ich das hier lesen. Und wenn es mir dann gefällt, kaufe ich auch noch Band 2. Solche Bücher, genau, das meinte ich vorhin. Solche Bücher mag ich total gerne. Diese jungen Erwachsenengeschichten. Um was es hier geht, brauche ich aber jetzt, glaube ich, nicht mehr zu sagen, oder? Es geht um Ella und Micha. So. Den Rest habt ihr sowieso schon 100 Mal gehört, also sage ich nichts mehr dazu. Ja, und das war's jetzt eigentlich auch. Also so wahnsinnig viele Bücher sind es zum Glück nicht, muss ich ja sagen. Aber es reicht auch. Das reicht auf jeden Fall. Und ich hoffe mal, dass ich im Februar nichts mehr kaufe. Sollte ich echt nicht tun. Ich sollte mir keine Bücher mehr besorgen. Obwohl ich nochmal bei Rebuy bestellen wollte. Also mal sehen, ob da noch was dazu kommt. Wenn ja, dann zeige ich euch das natürlich irgendwann in den nächsten Neuzugänge-Videos. Ansonsten war es das jetzt erst einmal und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag heute. Tschüss, bis dann!